Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dave the Diver, genau an derselben Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Haben hier dem Seevolk geholfen, sind ewig umhergeschwommen, um irgendwie einen Weg hier runter zu bahnen. Und jetzt bin ich aber immer noch nicht im Dorf des Seevolkes angekommen, sondern soll hier auf dem Weg nach dem Rechten sehen. Jetzt heißt es hier, du spürst die Gegenwart einer gefährlichen Kreatur. Eigentlich habe ich vorher noch überlegt, ob ich vorher ein bisschen Ballast abwerfe. Werde das aber nicht tun. Wir schwimmen jetzt einfach mal rein und gucken uns den Spaß an. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und ich kann mich jetzt auch nicht so rasch bewegen. Ah, guck mal, hier sind auch Anker zum Festhalten, wie wir das gelernt haben, oder was? So, ich verbrauche weiter Sauerstoff. Okay. Was ist das? Warum befinden sich Trümmer in diesen Tiefen? Na klar. Gegen dich oder was? Oh nein. Schon wieder diese Vibration. Hast du nicht gesehen, was da gerade vorbeigeschwommen ist? Irgendwas muss hier sein. Warum sollte ich auch alleine kommen? Ich versuche mich mal hier in der Nähe der Anker zu halten, falls ich mich da festhalten muss irgendwo. Ja, na klar. Drück schon die Maustaste. Wolf-El. Was ist das? Gibt es so große Wolfsaale? Ja, offensichtlich. Ich glaube nicht, dass ich davonlaufen kann. Ach, was soll's. Da machst du nix. Und jetzt? Ah! Wie soll das denn funktionieren? Ja, das sieht echt hart aus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Der leuchtende Punkt auf dem Front sieht schwächer aus als der Rest des Körpers. Okay, also hier festhalten. Dann kommt er gleich wieder irgendwo hinten raus. Richtig. Vielleicht keinen Sauerstoff mehr. Ich komme nicht schnell genug ran, weil ich überladen bin. Und ich verbrauche Sauerstoff. Das kann ja so nicht funktionieren. Game over. Oh Mann, wenn du mit dem Boot abreißt, verlierst du das Spiel. Du kannst nur ein Objekt mitnehmen. Ja, neu starten natürlich.
Okay, voll aufgeladen und überladen, das geht so nicht. Das geht so nicht, wenn ich so überladen bin. Keine Chance. So, wo ist das ganze Quallengelump? Hier, wegwerfen. So, wie ist jetzt? Nicht mehr überladen. Einsaugen lassen. So, jetzt haut er gut ab, ne? So, und kommt dann irgendwo. Okay, dann kommt er von links. Mal, wenn ich hier ganz nach links schwimme. Vielleicht trifft er mich dann nicht. Jetzt kommt er von rechts. Ich habe einen Rhythmus. Ein bisschen zumindest. Oh, das hat nicht gut funktioniert. Bin ich denn irgendwo in Sicherheit? Von wo kommt er? Arsch und Zirn. Oh, da fällt Sauerstoff von der Decke. Oh, da liegt ein ganzer Haufen Zeug. Erwischt. Gar nicht gesehen, die ganzen Drops unten am Boden, weil ich die ganze Zeit oben rumgeschwommen bin. Oh, oh, um Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, er hat da die Puppe kotzt, aber richtig. Boah. Wie kann ein Wolfsaal so groß werden? Ich war gerade dabei, herzukommen und ihn zu bekämpfen. Na klar, ich bin wohl etwas spät dran. Ha, du bist stärker, als ich erwartet habe, Mensch. Siehst du das große Tor da drüben? Das ist der Eingang zum Dorf. Geh voran, Mensch. Wenn ich jetzt noch mit mehr Turm bin zu rechnen, kann ich dich mit ein, kann ich dich einsammeln? Wolfsaal Schwanzfleisch. Kieme eines Wolfsaals. Gibt's noch was hier? Hier war doch gerade ein ganzen Haufen Zeug runtergeflogen. Das ist aber weg. Ah, jetzt reicht's aber auch. Mittagspause.
Endlich sind wir da wieder im Eingangsbereich des Dorfes. Ramu, du hast doch einen Schlüssel, oder? Oh nein, ich habe den Schlüssel dort und der... War nur ein Scherz, ich habe ihn hier in meiner Tasche. Oh, ich habe kurz für einen Moment gerade gedacht, ich muss ans ganz Ende der Karte noch ein Monster besiegen, durch die ganzen Kavernen schwimmen, den Schlüssel suchen. Rage Quit Spiel deinstalliert. Da habt ihr euch gerade noch mal gerettet. Das habt ihr vorher ausprobiert, was hier die Grenze der Spieler ist. So. Oh, ich dachte schon, du würdest mich bitten, doch noch einmal mit rüber zu nehmen. Stecken wir den Schlüssel rein und gehen ins Dorf. Hoffentlich muss ich den Gegner nicht jedes Mal besiegen, wenn ich hier hingehe. Wenn ich dann überhaupt mehrmals hier hin muss. Ach, wie schön. Das Dorf des Seevolks. Wow, das ist also... Ja, das stimmt. Das ist das Seevolkdorf, in dem wir leben. Wenn man sich vorstellt, dass es im Meer so einen Unterwasserort gibt. Moment, sagt Avan. Wie ist ein Mensch hier reingekommen? Ramu und Suvam? Wurdet ihr von diesem Menschen entführt? Jetzt sagt die Wahrheit. Tenshin erwartet dich. Er hat vor Sorge um dich keinen Schlaf gefunden. Es ist irgendwie schwer zu erklären. Ach, erlaub's mir. Ich habe Ramu gerettet, nachdem sie von einem Kalmar entführt wurde. Oh ja. Vergiss es. Bring mich einfach zu meinem Vater. Es wird schneller gehen, wenn ich ihm alles erkläre. Hauptsache keine Kämpfe mehr. Ach du meine Güte, Ramu, meine Tochter. Wo warst du, mein liebes Mädchen? Dein Papa war zu Tode besorgt. Bist du verletzt? Haben dir die Menschen etwas angetan, meine Tochter? Warte, wer ist das da neben dir? Ich dachte, du hättest eine blaue Seekuh mitgebracht, aber das ist ja ein Mensch. Danke. Was geht hier vor? Ich wünsche eine Erklärung. Du weißt, dass hier in letzter Zeit merkwürdige Dinge passiert sind, oder? Die Erschütterungen zum Beispiel und das Eis, das vom göttlichen Baum schmilzt. Natürlich, Ramu, ich habe mich mit den Ursachen beschäftigt. Das geht schon 2 Jahre so. Du weißt, dass unsere Technologie ihre Grenzen hat. Ja, okay. Die alten Texte sind alle verloren gegangen. Wir müssen uns wieder neue Methoden ausdenken. Wir können nicht einfach weiter warten, Vater. Die Menschen sind egoistisch, aber sie besitzen gute Technologie. Wir brauchen ihre Hilfe. Nein, nicht die Menschen. Denen kann man nicht trauen. Sie haben unser Haus beschmutzt und sogar unsere Artgenossen gejagt, um sie zur Schau zu stellen. Sie sind böse Kreaturen, die uns jagen und uns bestehlen wollen. Wir können uns nicht mit solchen Leuten verbünden, die... Oder vielleicht doch? Ein weiteres gigantisches Beben. Siehst du, etwas wirklich Schlimmes wird passieren, wenn wir nichts unternehmen. Als mich ein Riesenkalmar in die menschlichen Gewässer verschleppt hat, war Dave hier zur Stelle und hat mir geholfen. Suvam sagte vorhin, dass er derjenige gewesen sei, der das getan hat. In Klammern, denkt er sich das nur? Frag ihn doch, es können nicht alle Menschen schlecht sein, oder? Ich meine, naja. Selbst wenn ich das wollte, würden die Dorfbewohner es nicht akzeptieren. Hilfe von Menschen zu bekommen, das wäre für alle nur schwer zu glauben. Falls dieser Mann das Vertrauen des Dorfes gewinnen kann, werde ich über deinen Vorschlag nachdenken. Also, wir machen die ganze Arbeit und sind hilfsbereit. Und jetzt sollen wir noch das Vertrauen des Dorfes gewinnen, um ihnen dann, damit sie weiter darüber nachdenken, dass ich noch mehr für sie tun darf, ja?
Da hast du zu Recht große Augen, Dave. das Vertrauen des Dorfes. Und wie will er das anstellen? Wie wäre es, sich umzuhören, was benötigt wird? Gut, da die lange Reise heute ziemlich anstrengend gewesen sein muss. Mensch, komm morgen wieder hierher. Du wirst dir die Wünsche der Dorfbewohner anhören müssen. Warum sollte ich? Bitte. Moment mal, ich habe doch gar nicht zugestimmt. Wie soll ich wieder den ganzen Weg hierher kommen? Kapitel 3, eine Bitte des Seevolks. Da du sagst, dass du meiner Tochter Ramo geholfen hast. Ich schätze, es wäre meinem Volk nicht angemessen, seine Bedürfnisse zu ignorieren. Selbst wenn du ein Mensch bist. Verwende dies. Ein Spiegel? Was ist das? Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Spiegel. Dieser Seevolksspiegel wird dir, sobald er installiert ist, ermöglichen, sofort in dieses Dorf zu reisen. Das ist toll. Schnellreise an diesen Punkt. Wow, ist so etwas möglich? Natürlich. Verschiedene Katastrophen haben unseren Niedergang verursacht, aber unsere Vorfahren waren einst eine sehr fortschrittliche Zivilisation. Momentan besitzen wir nur noch ein paar ihrer Relikte, traurigerweise. Jedenfalls kannst du jederzeit, wenn es nötig ist, in dieses Dorf kommen, wenn du das hier in deinem Dorf installierst. Okay, mein Dorf. Es wird dein Gesicht erkennen, also wirst nur du in der Lage sein, ihn zu benutzen. Ist okay. Er funktioniert ebenfalls mit dem Licht des göttlichen Baums oder der Sonne, sodass du ihn nur tagsüber benutzen kannst. Auch in Ordnung. Und ich gebe dir eine Karte des Dorfes, die du verwenden kannst. Top. Sie wird dir dabei helfen, die Dorfbewohner zu finden. Einwandfrei. Ein Teleportationsapparat. Das ist schon recht erstaunlich. Ich muss jetzt vorerst mit diesem Spiegel auf das Boot zurück. Ich habe ja auch so eine Art Teleporter hier, ne? Meine ganzen Notfall-Geraffel-Stellen, die es da so im ganzen Meer gibt. Unglaublich. Also haben sie mich jetzt gleich auf das Boot zurück teleportiert. Boah, ein Riesenwolfsaal. 999 Zentimeter. Yo. Da fällt mir nichts mehr zu ein. So. Rogen. Okay, was haben wir hier? Ach, hier von einem kleinen Tintenfisch. Ein Tintenfisch-Waffenamulett. Ein mysteriöser Glücksbringer, der vom Tintenfisch zurückgelassen wurde. Vielleicht passiert etwas Cooles, wenn er eine Waffe befestigt wird. Erhöht den Basisschaden um 15%. Nein, möchte ich nicht sofort ausrüsten. Und Udo. Wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Es ist Udo mit dem Bagger. Und der baggert noch. So, gehen wir mal ran. Oh, du hast ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Oh, ein Gotteslachs. Wusstest du, dass Gotteslachse Warmblüter sind? Oh ja, das habe ich schon einmal gehört, glaube ich. Ah, schon erstaunlich, dass einige Fischarten Warmblüter sind. Das Meer ist voller Geheimnisse. Ich werde dein Foto an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Tada! 150 Goldstücke. Okay, es gibt mehrere Fotopunkte. Das wissen wir schon. Er freut sich auch. Fische vermehren sich, den Tag vorbereiten. Bancho-Sushi. Okay, ich denke, ich werde diesen Seevolksspiegel auf dem Boot anbringen. Das Boot ist mein Dorf, jawohl. Er hat gesagt, dass ich tagsüber damit zum Dorf des Seevolks reisen kann, richtig? Ich sollte morgen dorthin. Oh nein, sieh mal, wie spät es ist. Bancho-Sushi muss schon aufgemacht haben. Ich sollte mal vorbeigehen und nachsehen, ob etwas passiert ist, wovon ich wissen sollte. Das ging jetzt auch automatisch. Ich glaube, ich bin zu spät gekommen. Ich sollte etwas aufräumen. Frau Yoshi, was machen Sie denn hier? Ich habe gerade Feierabend gemacht und ging hier vorbei. Da habe ich gesehen, dass das Licht immer noch an ist. Bancho scheint schon nach Hause gegangen zu sein.
In letzter Zeit wirkt er immer so müde. Ich mache mir Sorgen, dass er krank werden könnte. Schon mal, ja. Aber andererseits freue ich mich, ihn wieder so hart arbeiten zu sehen. Ja. Wo wir gerade über ihn reden. Ich habe gehört, er hätte eine Zeit lang das Kochen aufgegeben. Wegen eines gewissen Vorfalls. Ja, damals dachte ich, er würde alles komplett aufgeben. Ich frage mich, was passiert ist. Das ist eigentlich kein so großes Geheimnis. Das letzte Mal hast du noch gesagt, das steht mir nicht zu, irgendwas über die Vergangenheit anderer zu erzählen. Na gut. Ich habe es nur immer vermieden, in Banchos Anwesenheit darüber zu reden, falls es ihm immer noch schmerzt. Ich bin durstig. Könntest du mir bitte erst ein Glas Bier bringen? Na klar. Es gibt nichts Erfrischendes als ein Glas Bier nach der Arbeit. Und besonders schön ist natürlich der Meeresblick, während man sich abends einen Drink genehmigt. Ich werde dir ein wenig über Banjo erzählen und warum er für eine Weile das Kochen an den Nagel gehängt hat. Es geschah vor 12 Jahren. Sogar noch Rückblenden hier. Das ist das Dugong-Hotel. Hier habe ich vor 12 Jahren gearbeitet. Es ist ein 5-Sterne-Hotel mit einer langen Geschichte. Sieht ein bisschen alt aus, das stimmt, aber damals war die Qualität von Essen und des Service hervorragend. Yoshi, hast du mal kurz Zeit? Worum geht's, Chef? Naja, ein besonders schwieriger Gast hat eine Reservierung gemacht. Ein besonders schwieriger Gast? Meinst du die Schauspielerin Louise Crawford? Sie hat in unserem Hotel ein Zimmer gebucht. Hotel, Manager, Louise Crawford. Haben wir jetzt hier noch ein Text-Adventure im Spiel oder was ist hier los? Gut, was das hier genau ist und was als nächstes passiert, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.